Hallo zusammen, ich bin mal wieder im Wald, wie ihr seht, heute mal alleine. Guckt mal den blauen Himmel an, es ist jetzt so morgens 10 Uhr, nee, noch nicht ganz. Ich hatte jetzt gerade einen Termin, also außerhalb von Frankfurt, und dachte mir, wow, schönes Wetter, fährst im Wald und die Sonne. Und genießt nochmal den letzten schönen Tag, das soll ja sehr, sehr warm werden heute. Also sehr sonnig, und dann kommt das normale Wetter, also das normale Februar. Märzwetter auf uns zu, was ja auch wichtig ist. Es ist übrigens furztrocken im Wald, also die Natur braucht dringend Regen, mal diesen blauen, tollen Himmel. Ja, ich habe eine doofe Nachricht. Also ich habe gestern Abend die Nachricht bekommen von diesem wirklich sehr netten Makler, hat mir sehr, sehr nett geschrieben, dass sich der Vermieter für einen anderen Interessenten entschieden hat und dass ihm das sehr, sehr leid tut und dass er trotzdem sich gefreut hat, mich kennengelernt zu haben, also per Mail und per Telefon, und dass er auch weiter dran bleibt, falls er irgendwas findet in dieser Gegend, in die ich gerne möchte. Und das hat mich erstmal gestern total niedergehauen. Ich war bei einer Freundin gestern und habe gedacht, mich trifft der Schlag, weil ich fest damit gerechnet habe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gedacht, du musst nur da fest dran glauben und die vielen Mädels, die dir die Daumen drücken, das wird schon. Du orientierst dich jetzt nicht anders, sondern hältst an der einen Sache fest, weil du musst dran glauben, dann passiert's. Aber ist leider nicht. Ich bin also demzufolge etwas, also jetzt nicht so himmelhoch jauchzend, ne? Ich bin eher zu Tode betrübt heute. Jetzt geht die ganze Chose wieder von vorne los. Und das Ding ist, ich weiß, ich finde nichts, weil ich weiß es ja. Ich weiß ja, wie der Wohnungsmarkt da oben aussieht und besonders in der Ecke, die ich möchte, und das ist mau. Und auch was ich mir leisten kann, also finanziell, weil die Boden in den Städten sind ja teuer, und ich will auch nicht so eine große Wohnung, ich ziehe aus einer großen und möchte eine kleinere Wohnung haben. Minimalismus, mich verkleinern. Ne? Ja, und das ist jetzt wieder mal ein Riesenunterfangen, zumal jetzt heute Abend, also heute Nachmittag, kommt der Baumensch mit dem Sanitär, der Sanitärfirma, und die gucken, weil mein ganzes Bad wird alles neu gemacht. Ich habe ein sehr schönes, großes Bad, ich kann das ja mal mit dranhängen, und das wird verkleinert, weil wir noch ein Zimmer gewinnen möchten, und das wird also ein Riesenakt, ne? Dann ist da kein Wasser, keine Toilette, dann werden die Fliesen rausgehauen, muss ja gemacht werden, und es ist sehr viel Lärm. Und ich habe gedacht, das wäre, wenn es geklappt hätte, wäre ich morgen nach Potsdam gefahren, hätte Mietvertrag unterschrieben und hätte dann nächste Woche, dann hätten die auch anfangen können. Ich meine, die werden jetzt eh anfangen in meiner alten Wohnung, und dann wäre ich da raus gewesen aus der Nummer. Ne? Also in diesem Baulärm zu sitzen und dem Dreck. Ja, irgendwas ist immer, ne? Es kommt immer anders, als man denkt. Also, okay, ihr Süßen, bitte kein Mitgefühl. Mitgefühl ist umsonst. Hat nicht geklappt, sollte nicht sein. Vielleicht sollte es auch nicht sein. Es ist sowieso komisch, dass die Wohnung nun schon dreimal jedes Mal kurz vorm Abschluss sind die Leute abgesprungen. Keine Ahnung, was da für Hexenswerk, was da los ist. Vielleicht sollte es wirklich nicht sein. Aber ich habe mich ein bisschen in diese Wohnung verliebt und in die Gegend und in das Ganze. Da hat so das ganze Paket gestimmt, ja. Nun denn, guck mal den Schatten der Bäume. Also ich kann ja auch mal ein bisschen traurig sein. Ne? Ich muss ja nicht immer hier den Hampelmann, den Kasperkopf spielen. YouTube. Es ist ja sowieso jetzt ein Live-Vlog, und das Leben ist nicht immer, wie heißt das schön, kein Wunschkonzert, ne? Nee, was sagt immer Forrest Gump? Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, ne? Man weiß nie, was man kriegt. Man kann auch Pralinen kriegen, die man nicht mag. Geht mir immer so. Sobald ich in den Pralinenkasten greife, habe ich prompt irgendeine Praline, die ich nicht ausstehen kann. Deswegen mag ich Pralinenkästen nicht, weil man weiß nie, was drin ist in dem Teil. Also ich versuche mich mal jetzt mit Humor über, also ich bin, ja, ich kann euch das ja ruhig mal sagen, ich fühle mich scheiße. Und, ach, das ist doof, ich muss mir doch noch mein Handy stapeln. Ich habe natürlich, es ist ja so ein spontanes Ding, ne? Es war nicht geplant, dass ich hier jetzt ein Video mache. Ich gehe jetzt mal zu meinem Hund. Ich bin jetzt hier in einem anderen Wald, ich bin in so einem Art Tal, wo so ein Bach ist. Und da ist auch von meiner Cookie, wir haben da so ein Gedächtnisbaum. Und dieser Gedächtnisbaum, da haben wir da ist so ein Stein, und da habe ich auch was gepflanzt. Und da gehen wir mal hin, um ihrer zu gedenken. Die liegt da nicht, logisch, wir haben die nicht im Wald verscharrt. Aber so ein Gedächtnisstein an dem Bach, an dem sie gerne gespielt hat und wo sie glücklich war, und wir auch. Und da gehe ich jetzt hin zu meinem Hund.
Also, nee, wisst schon, ne? Und vielleicht mache ich da nochmal einen Film, okay? Also so einen Filmausschnitt, so eine Sequenz. Ansonsten, wenn nicht, dann sage ich jetzt schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann lache ich wieder. Okay, ciao. Mal. Wie schön. Wie lovely. Am Bach und jetzt gehe ich total verschweinert. Ich hatte leider meine Gummistiefel nicht mit, weil das war eine ganz spontane Entscheidung nach dem Termin ins Grüne zu fahren. Und deshalb habe ich mir meine Schuhe versaut. Naja, es gibt ja Spülbürsten und Wasser, ne? Ich muss nur aufpassen, weil das ist so eine Weide, wo der Bauer auch seine Kühe stehen hat. Das heißt, dass ich hier nicht in die Kuhfladen trete. Ihr seht, ich kann schon wieder lachen. Zwar etwas gezwungen, nicht aus vollem Herzen. Ja, wie geht's weiter? Jetzt muss ich mich erstmal meiner Wohnung hier in Frankfurt widmen, dass die in die Puschen kommt, also dass da alles klar gemacht wird. Also mit den Handwerkern. Ich muss mein Zeug irgendwo hinräumen. Ich werde, ist in jedem Raum eine Baustelle dann. Das ist ja mega geil. Na toll. Ich weiß auch nicht, was es dann für Videos gibt. Vielleicht mache ich dann mal eine kleine Pause. Also keine Ahnung. Oder nur so Vlogs mit dem Handy, um euch auf dem neuesten Stand zu halten. Könnt mir ja mal Bescheid geben, was ich machen soll. Und mich da hinzusetzen, so zu schminken, das wird zeitlich... Ach, guck mal, das Licht. Das wird ein bisschen schwierig. Nicht wegen der Zeit, aber dann sitze ich da im Dreck und gehämmer und Lärm und habe wahrscheinlich nicht den Nerv, jetzt euch ein mega cooles Frühlings-Make-up dann zu zeigen. Naja, gibt ja genug andere Schminkkanäle. Also, ich habe übrigens noch ein paar schöne Produkte von Dalton zugeschickt bekommen. Die haben mich gefragt, hey, willst du noch was testen? Da habe ich gesagt, ja, ich würde gerne noch ein paar Sachen testen. Und zwar so ein Glow-Fluid und so eine Couperose-Creme, sage ich mal, so eine Anti-Rötung, also die man unter eine Foundation aufträgt. Ich werde das mal probieren für euch, wie das ist, und dann gebe ich euch ein Feedback, ob das okay ist. Ja. Und ansonsten machen wir weiter wie gehabt. Mensch, das muss ich euch doch mal, das ist doch irgendwie schön, ne? Es ist irgendwie mega schön. Mir fällt gleich der Arm auf. Da drüben ist eine Frau mit einem Labrador, mit einem schwarzen. Mhm. Naja, ich habe ja, ach, nächste Woche habe ich ja den Pauli und den Punto, weil meine Freundin da eine längere Reise hat, also für den ganzen Tag. Und da habe ich die Hunde nochmal. Ja, also, ihr Schätzeleins, dann macht's mal gut. Danke fürs Zuschauen und bis bald.